Die ersten Let's Dance Stars stehen fest. RTL hat 4 von den insgesamt 14 Teilnehmern der neuen Staffel verkündet. Dabei ist dieses Jahr Komikerin Ilka Bessin. Im Interview mit dem Sender verrät die 48-Jährige, warum sie bei der Tanzshow mitmacht. Ich habe ja ein paar Mal eine Anfrage bekommen, schon vorher, und wollte aber als Cindy aus Marzahn nicht bei Let's Dance mitmachen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass es nicht passt und dann ist das so eine Ulknummer. Sie erwähnt außerdem, dass sie großen Respekt und Angst vor der Show habe. Sänger Luca Henny wird ab dem 21. Februar ebenfalls das Tanzbein schwingen. Der 25-Jährige hat schon in der Vergangenheit gezeigt, dass er neben dem Gesang auch ein Talent zum Tanzen hat. Die nächste Frau im Bunde ist die ehemalige Fußballnationalspielerin und Trainerin Steffi Jones. Die 27-Jährige freut sich auf die neue Herausforderung, wie sie im Interview mit RTL erklärt. Nun darf sie die Fußballschuhe gegen Tanzschuhe tauschen. Schauspieler Tijan Nije ist auch dabei. Der 28-Jährige hat ebenfalls schon Tanzerfahrung. Er spielt in der Serie Alles, was zählt, einen Ice-Freestyler. Ob er damit in der Show einen Vorteil hat?